Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Panzerkampfwagen 4 Ausführung B von Tristar im Maßstab 1 zu 35. Der Bausatz ist mir so spontan zugelaufen. Das war nicht geplant, dass ich mir den kaufe, aber den sieht man nicht mehr so häufig und mal wieder so einen guten alten Panzer 4 bauen ist ja mal was Schönes. Es ist auch schon wieder ein relativ alter Bausatz. Die Zeit vergeht relativ schnell. Ich glaube, der dürfte so aus dem Bereich 2006, 2007 sein. Also auch nicht mehr das neueste Modell, aber ich sag mal dennoch auf Stand der Zeit. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit den aktuellen Dragon-Bausätzen vergleicht, da kann der Trista-Bausatz, denke ich, ziemlich gut mithalten. Okay, dann schau mal rein in die Schachtel. Zuerst fällt mir auf, dass die Schachtel sehr schwer ist und das hat auch seinen Grund. Die ist nämlich rammelvoll mit Plastikteilen. Und die Gießäschte sind in der Regel alle einzeln in so Tüten eingeschweißt. Dadurch ist es doch recht gut geschützt und es sollte keine Beschädigungen geben. Schauen wir uns zunächst mal die Bauanleitung an. Da haben wir hier kurze Hintergrundgeschichte zum echten Fahrzeug, Sicherheitshinweise und hier dann eine Liste mit allen enthaltenen Teilen, die nicht zu verbauenden sind, dunkel unterlegt. Also die Restekiste freut sich auch wieder ein wenig. Dann haben wir hier Zeichenerklärungen. Und dann geht der Bau los, wie bei Panzermodellen üblich, mit dem Fahrwerk. Wie es aussieht, kann man das hier beweglich bauen. Das ist natürlich immer sehr reizvoll. Und die Gummibeläge für die Laufrollen, die liegen separat bei. Ich finde allerdings, es ist jetzt ein bisschen verwirrend mit den ganzen Deckeln hier, aber da muss man sich einfach mal kurz einlesen. Ja, hier hat man auch diverse Variationsmöglichkeiten, was die Stützrollen angeht und so weiter. Hier dann die Wanne. Also man sieht, hier werden sehr kleine Details verbaut an Stellen, die man eigentlich kaum sehen kann. Das spricht ja eigentlich auch für den Bausatz. Wenn man zum Beispiel ein Panzerwrack bauen wollte, das irgendwie ja, auf dem Kopf liegt, wäre das sehr schön. Ja, hier noch ein paar Ketten dabei, Sicherungsketten. Das ist schon sehr umfassend. Kann auch die ganzen Visierklappen offen darstellen, Pistolen, Schlitz auch. Also insgesamt finde ich die Bauanleitung doch einigermaßen übersichtlich arrangiert. Man muss bloß immer hier diese ganzen Seiten Notizen beachten, wenn man wie fortschreitet im Bau, sonst verbaut man vielleicht Teile, die man gar nicht nehmen sollte. Also da empfehle ich wirklich im Vorfeld das schon gut zu studieren, damit dann keine Probleme auftreten. Im Turminneren findet man auch hier die Kanone und auch den ganzen Korb hier unten. Die Visieröffnungen an der Kuppel können auch offen und geschlossen gebaut werden. Sieht ganz hübsch aus. Ja, großer Aufwand wird bei dem Bausatz bei den Werkzeugen betrieben. Hier gibt es zum Beispiel fotogeätzte Verschlüsse und so weiter. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Und auch nicht sehr einfach zu verarbeiten.
Schön finde ich auch, dass die ganzen Werkzeuge auch beschrieben sind, dass man auch weiß, was man da eigentlich in der Hand hat. Nebelkerzen kommen auch mit fotogeätzten Ketten. Dann haben wir hier die Bemalungs- und Markierungsvarianten. Das sind 6 Stück an der Zahl. Der erste Frankreich 1940, Polen 1940. Ja, das ist ein bisschen irritierend. Frankreich 1939, naja. Und hier dann noch zwei Fahrzeuge, die nicht näher beschrieben sind. Alles natürlich schön grau lackiert, aber die Abziehbilder peppen es schon auf. Also ich finde die ersten beiden Fahrzeuge sehr interessant. Da haben wir hier unten noch eine Anleitung, wie man mit den Abziehbildern verfahren soll. Und eine Farbtabelle, die bezieht sich nur auf Mr. Color und Hobby Color. Ja, ist ein bisschen mager, aber ich denke, jeder weiß, was für ein Grau er für frühe deutsche Fahrzeuge nehmen sollte. Dann schauen wir uns mal die Teile an. Das ist hier jetzt die Wanne unten. Und wie ihr sehen könnt, hier wurde an Details nicht gespart. Auch schöne Schweißnähte vorne. Und innen dann eben die Halterung, um das zusammenzukleben. Selbes gilt auch für den Turm. Und auch hier sehr schöne Schweißnähte zu sehen. Und natürlich auch allerlei Niete und so weiter. Hier oben auch diese Schraubköpfe an dem Kranz, an der Kuppel da. Das sieht auch sehr hübsch aus. Diese Gissage liegt zweimal vor und enthält hauptsächlich Fahrwerkskomponenten, die natürlich bei dem Modell sehr umfassend sind. Man kann das, soweit ich das verstanden habe, auch beweglich bauen. Das ist natürlich besonders reizvoll, wenn man Diorama baut, und meine Planung mit dem Bausatz ging auch dahin, dass ich da das beanspruchen werde. Was mir jetzt da sehr positiv auffällt, ist jegliches Fehlen von Fischhäuten oder anderen Unsauberkeiten. Die Teile sind sehr scharf gegossen. Kann keinerlei Gussfehler erkennen, nur wunderbare Details. Hier haben wir dann einige Teile vom Turm, unter anderem das hier zum Beispiel das Dach. Auch sehr schöne versenkte Schraubköpfe, schöne Oberflächenstruktur an diesen Seitenblechen. Ja, alles in allem fabelhaft. An den Rückseiten findet man dann Auswurfmarken. Wenn man da natürlich viel vom Innenraum zeigen wollte, müsste man da natürlich verspachteln. Aber das ist jetzt okay. Hexenwerk. Mir fällt auch auf, dass die Teile nicht sonderlich viele Befestigungspunkte haben am Gießast. Das bedeutet natürlich, dass wir weniger Arbeit haben beim Auslösen und auch beim Versäubern. Das nimmt einem ja doch ordentlich Arbeit ab. Ja, die Teile finde ich besonders schön. Die kommen an die Rückseite später, wo das Leitrad aufgehängt ist dran. Hier haben wir noch mehr Turmteile, wie zum Beispiel den Boden mit der schönen, ja, Anti-Rutsch-Oberfläche. Hier dieser Korb für die Geschosshülsen.
Alles in allem wirklich ein beeindruckender Bausatz. Und wenn man bedenkt, dass der jetzt auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel hat, das ist immer noch absolut der Stand der Technik heute. Hier die Seiten der Wanne. Auch wieder mit sehr schönen Nietendetails. Mir fällt bloß auf, dass die Oberfläche sehr glatt ist. Weiß es aber nicht, inwiefern das realistisch ist. Könnte man vielleicht versuchen, ein bisschen aufzurauen mit ein bisschen Mr. Surfacer zum Beispiel. Hier auch an den Schutzblechen sehr schöne Details. Nur eben innen haben wir ein paar Auswerfmarken und keine Details. Da sehe ich jetzt zum Beispiel Dragon im Vorteil. Da findet man mittlerweile auch innen Details. Das habe ich allerdings nie sonderlich wertgeschätzt, weil das meistens unter einer hübschen Alterung verschwindet. Hier dann der Gussast mit dem ganzen Werkzeug, die ganzen ja, Befestigungen sind schon angegossen. Man kann die aber offenbar auch noch ein bisschen aufwerten mit Foto-Ersatzteilen. Ansonsten kann ich sagen, makelloser Guss. Der Gießast ist auch nicht verbogen. Wirklich sehr nahe an der Perfektion. Den Gießast findet man insgesamt dreimal und der beinhaltet die ganzen Laufrollen. Wie schon erwähnt, besonders praktisch hier, die Gummibeläge sind einzeln vorhanden. Also wenn man zum Beispiel ein zerstörtes Fahrzeug machen wollte, das ausgebrannt ist, dann ja, verbrennt der Gummibelag natürlich. Das nimmt einem einige Arbeit ab. Und ja, auch beim Bemalen kann das gewisse Vorteile bieten. Wobei ich das trotzdem zusammenbauen würde und dann erst bemalen. Man kann auch diesen Kontinentalschriftzug erkennen und eine Nummerierung. Sehr scharfe Details. Wunderbar. Der Gießast liegt zweimal bei und hier geht es hauptsächlich um das Leitrad und ein paar ja, Luken und Visiere. Warum er da zweimal da eine Frontplatte hätte, ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft, aber so ist es eben. Insgesamt fällt auf, dass der Bausatz aus ziemlich viel kleinen Gießästen besteht. Da kann man vielleicht auch mal die Übersicht verlieren. Andererseits, wenn man jetzt mehrere sehr große Gießäste hätte, ist es auch ein bisschen unangenehm, da sich auf die Schnitzeljagd zu begeben und irgendwelche Teile da zu finden. Hat also seinen Vor- und Nachteil. Ich persönlich mag das nicht so gern, wenn man ja, haufenweise so kleine Gießäste bloß hat. Hier dann die Ketten. Der Gießast liegt dreimal bei insgesamt. Er sieht zwar ein bisschen wenig aus, aber ich habe nachgerechnet, es sind mehr als ausreichend Kettenteile. Schön ist natürlich, dass sie nur zwei Befestigungspunkte haben, die sich noch dazu leicht versäubern lassen. Also das ist jetzt kein Drama, die auszulösen und zu montieren. Die Detaillierung, finde ich, ist doch recht ansprechend. Man sieht bloß hier und da ein bisschen Fischhaut und Grat und so, aber Ketten werden üblicherweise schon etwas verschmutzt und da sollte das nicht weiter auffallen. Hier habe ich dann noch eine Menge so kleinere Gießäste, die allerlei Kleinkram beinhalten. Jetzt nochmal diverse Luken, Visiere, Deckel und so weiter. Und hier drüben zum Beispiel einzelne Nietköpfe, sonstige Schraubköpfe.
und so weiter, die hier eben an den Enden befestigt sind. Und da habe ich noch wesentlich mehr von denen. Das sind natürlich sehr mühsam zu montierende Details. Aber ich denke, wenn man das richtig macht, sieht das bestimmt klasse aus. Ein paar Klassikteile findet man auch für die Optiken und Scheinwerfer. Das Ganze ist natürlich sehr klar gegossen, ohne irgendwelche gröberen Gussfehler. Eine kleine Foto-Ads-Platine findet man auch. Die beinhaltet hauptsächlich so kleine Ketten, die man eben bei den Nebelzündbechern brauchen. Oder auch noch ein paar andere Stellen. So ein paar kleinere Klammern und diese Schilder, die man mal manchmal an der Seite montiert hatte. Dieses Bison, das ist eine Lackierungsschablone. Ich glaube, ich habe das Einheitenabzeichen aber auch als Abziehbild irgendwo liegen. Weiß jetzt nicht, ob ich das verwenden werde oder ob das überhaupt Sinn macht. Mal schauen. Fürs Abschleppseil findet man dann auch noch hier so ein Metallseil. Das ist allerdings extrem störrisch. Wobei, es lässt sich recht gut biegen und bleibt auch in der Position. Kommt mir nur ein bisschen dick vor. Ja, das wird sich zeigen, wie gut das ist. Also, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Bin aber ein bisschen skeptisch. So, und zu guter Letzt noch die Abziehbilder. Die sind, ich sag mal, relativ dünn. Und der Trägerfilm ist sehr klein gehalten, vor allem bei den Balkenkreuzen hier, aber auch bei den Nummern. Das vermindert natürlich das Risiko des Silberns enorm. Und nimmt uns einfach ein bisschen Arbeit und Risiko. Ja, aber hier wird an Einheitenzeichen ein bisschen gespart. Aber haufenweise Balkenkreuze finden wir. Aber es ist natürlich alles enthalten, was man für die vorgeschlagenen Markierungsvarianten braucht. Ich denke, das sind ziemlich gute Abziehbilder. Alles in allem ein beeindruckender Bausatz, der trotz des Alters auf jeden Fall noch auf der Höhe der Zeit ist. Und ja, auch ein paar so Eigenheiten hat, die ich ziemlich attraktiv finde, wie zum Beispiel ein Fahrwerk, das man beweglich bauen kann und auch ja, einzelne Gummibelege, eine rudimentäre Innenausstattung und ja, insgesamt doch recht durchdachte Details. Dennoch glaube ich, dass manche Teile da recht mühsam zu installieren sind, vor allem diese einzelnen Niet- und Schraubköpfe. Das ist, glaube ich, recht stressig, aber das wird sich zeigen. Ich denke, das hängt eigentlich nur von einer guten Pinzette ab. Der Bausatz ist preislich so bei um die 40 Euro einzuordnen. Das ist, ja, ich sage mal, im Mittelfeld, aber man bekommt trotzdem Top-Qualität geboten, wenn man das jetzt mit Dragon vergleicht. Wo ist Dragon jetzt wesentlich besser als der Bausatz? Da kann ich wirklich nur marginale Unterschiede erkennen. Also von meiner Seite aus kann ich den Bausatz definitiv empfehlen. Das ist was, wo man sich auf jeden Fall auch Zeit nehmen muss. Das ist ganz klar. Das ist kein Tamiya-Bausatz, den man einfach mal schnell zusammenschmeißen kann. Da ist schon ein bisschen mehr Mühe drin. Aber alles in allem erachte ich das doch als recht spaßig. Ich habe schon den ein oder anderen Trista-Bausatz schon gebaut und war immer sehr zufrieden. Das sind wirklich doch sehr ansprechende Bausätze. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilkar Barkas.